Dieselben Übeltäter, die sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in ihrer und Eddies Schuld. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Herausforderungen. Da würde ich gern. Alte Magie, wie viel braucht. Oh Gott, noch jede Menge. Nee, dann. Macht es nicht so viel Sinn. Dann würde ich sagen: Karte von Hogwarts. Astronomieflügel. Allein hier sind noch 6 Demiguys. Astronomieturm. Nee. Warte mal, Astronomieflügel. Ach so, Hogwarts Gesamt sind noch 6. Hier sind 2. Nein, nicht so, sondern so. Ich würde nämlich sagen, wir gucken mal ein bisschen Richtung Demigeises. Wir brauchen noch 4 Stück. Allein 6 sind hier zu finden, von daher. Lumos. Sorry, ich konnte nicht anders. Revelio. Nein, das ist nur das Sestel. Gehen wir jetzt hoch? Ich glaube nicht, dass oben wo was ist. Hier ist wieder die unrühmliche Sprechblase. Oh Gott, Peeves ist wieder am Rutschen. Sag ich doch. Revelio. Nein, hier ist nur die Eule. Und hier. Soweit auch nichts mehr. Nein? Okay. Das heißt, hier hätten wir mal nichts mehr zu entdecken. Ich hoffe, bei euch wird nicht schlecht. Es wäre witzig, ob es irgendein Achievement gibt, wenn du wirklich alle Globen und so ähnlichen Sachen in ganz Hogwarts drehst. Das würde mich echt interessieren. So, hier haben wir gesagt, ist nichts mehr. Dann kommen wir hier herunter. Hier gibt es soweit nichts. Revelio. Nein? Okay. Hätte ja sein können. Revelio. Ist das nicht der Colonel von Kentucky Fried Chicken? Ihr wisst es doch, wenn wir schon hier sind. Nehmen wir ihn gleich mit, oder? Dann können wir gleich die ganzen Sachen mal identifizieren lassen und gucken, ob es vielleicht wieder was Besseres gibt. Ja, das sind ein paar grüne Sachen dabei. Lasst uns mal kicken. Ausrüstung. Handschuhe. Die bringen uns nichts. Braune Lederhandschuhe. Die sehen aber vielleicht gar nicht mal so doof aus. Das müssten die sein, oder? Oh, die sind schlicht, aber schön. Leider nein. Die passen am besten dazu, zu unserem Outfit.
aber gut zu wissen. Maske gab es definitiv eine bessere. 94 und 95. Was haben wir hier drauf? Fokus auf alte Magie 2. Erhöht den Schaden durch alte Magie. Deutlich erhöhte Füllrate der alten Magie. Okay. Nein. Sicher nicht. Kopfbedeckung. Da hatten wir deutlich reduziert schon schwarze Magier. Okay. Ja, das lassen wir. Das war schon immer mein Traumoutfit. Passt farblich leider nicht dazu. Sonst könnte ich mir diese Magierkappen am ehesten vorstellen. We are all mad here. Warum nicht? Jetzt mal ernsthaft, warum nicht? Ja. 60, okay, brauchen wir nicht. 92, 93, 96. Nice. Da haben wir unseren Schulschal. Bei dem würde ich auch bleiben. Das wäre der hier. Mantel und Umhänge. Falsche Taste. Okay, da ist nichts dabei. Und bei den Outfits. Wow. 95. Nachtgewand des Wahrheitfinders. Was haben wir da gerade? Mäntel und Umhänge. Da haben wir doch diesen hier, oder? Nein. Nein, 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 nein. Dass nicht gehighlightet wird, ist irgendwie schade. Vor allem, wenn man dann so viel Zeug hat. Drachenlangmantel. Genau, den hatten wir. Den ziehen wir mal kurz aus. Dann... Oh Gott, das ist cool, aber ich würde es nie anziehen. Wer rennt so durch die Gegend, Freunde? Passt da eigentlich unser, sorry, unser, ja, der passt. Schalmäßig haben wir irgendwas, was ins Schwarze, nein, zu viel Weiß, nein, geht gar nicht, nein, nicht wirklich, oder? Und mal ohne Schal im Winter? Nee, im Winter nicht. Passt soweit. Zauberstabgriffe, ja, da haben wir jede Menge. Der ist edel, aber passt nicht zu meinem Holz. Der wird mir gefallen. Passt. Dann sollten wir mal hierher kicken. Jetzt haben wir Stufe 1, Widerstand gegen Koboldsilber. Widerstand gegen Koboldsilber. Das heißt, gegen schwarze Magier hätte ich gern zweimal. Können wir schon Stufe 3? Nee, fehlen uns Kniesel, 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 Kniesel. Wir könnten aber zuerst mal kurz, trotz allem... Hey, Dick. Immer fleißig am Studieren. Sehr brav.
Gut, da hinten sind sie ja. Wo ist Nummer 3? Hier. Lass dich mal bürsten. Bürst, bürst. Futter, futter. Bürst, bürst. Hast du gefuttert? Na, geh schon. Kleiner Wicht. Danke. Danke. Na, kein Hunger heute. Mal futtern. Dankeschön. Passt. Haben wir das? Dann. Sind wir wieder. Leider gab es einen kurzen Hiccup mit Nvidia Broadcast. Wieder mal. Ich liebe dieses Tool. Ihr habt nicht viel versäumt. Ich habe die ganzen Materialien eingesammelt. Ich habe uns neu ausgerüstet, wobei von der Ausrüstung her, ihr seht ja, jetzt ist der Hut dazugekommen. Und hier haben wir das gepanzerte Gewand, das legendäre jetzt an. Aber ansonsten, und ich habe noch, glaube ich, die Tränke und die Sachen. Ein Dünger, lass mal gucken. Nein. Die Sachen sammeln wir noch schnell ein. Das hatte ich vor dem Hiccup schon gemacht. Danke. Passt, haben wir das. Und dann können wir weiter. Gut. Hier wieder raus. Nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen durch den Astronomieturm runterhetze. Aber wie gesagt, dadurch bin ich ein bisschen überbelichtet heute. Es scheint so. Aber es bringt auch nicht wirklich was, oder? Versuchen wir es so. Auch nicht besser. Ja, das sieht besser aus. Ich hatte schon die Ehre. Und ich weiß, dass wir hier nichts finden werden, deswegen im Schnelldurchgang runter. Nicht nochmal passiert. Ich habe das alles schon abgesucht. Hier war nix. Noch ein Stock runter. Hier rüber. Grüß euch. Sie schießen wieder durch die Gegend. Guten Tag. Hier noch runter. Und dann hier rüber. Zu Professor Hackett. Denn... Ach, da war eine Bank im Weg. Es bringt uns zwar keinen Demigeist, aber... Hallo, Homura. Hier kommen wir rein. Hier war's. Und hier war's. Danke. Läuft wieder alles bestens. Gut. Und hier haben wir hier eine Kiste. Hier eine Kiste und einen Zettel. Liebe Diener, ich weiß, niemand ist so enttäuscht wie du über den Abbruch der diesjährigen Quidditch-Meisterschaft. Trotz meiner unermüdlichen Bemühungen bin ich offensichtlich unfähig, den Schulleiter zu überzeugen, seine Entscheidung rückgängig zu machen, selbst für einen kürzeren Zeitraum. Dürfte ich dich bitten, dich bei ihm zu melden? Mir ist der Gedanke gekommen, dass es ihn vielleicht überzeugen könnte, von jemandem zu hören, mit dem er seine eigene Schulzeit verbracht hat und damals bei einem oder zwei Spielen jubelnd in den Zuschauerrängen stand. Voller Dankbarkeit, Chio. Interessant, eine Pestmaske, aber für was oder wen? Okay.
Und hier haben wir eine Truhe mit Schloss auf Stufe 3 und eine Tür mit Schloss auf Stufe 3. Zwei Gründe mehr, warum ich diese vier Demigeis noch finden möchte. Und ich habe vor dem Hiccup auch festgestellt, dass wir hier im Astronomieturm eigentlich die besten Chancen hätten. Da hier noch zwei sind und noch in einem anderen Bereich des Schlosses sind zwei, ansonsten sind überall höchstens noch einer versteckt. Mit Professor Hackett hatten wir schon das Vergnügen. Sie wird uns, glaube ich, nicht mehr viel Neues erzählen. Ist das eventuell so eine Truhe? Ja, das ist sie. Guten Tag, dankeschön. Revelio. Gut, gut, gut. Hier sehe ich soweit nichts. Da hinten ist noch eine große Truhe. Wie kommen wir zu der? Hier geht's raus, oder? Nee. Hier. Nein. Oh. Danke, ganz übersehen. Ständig halten. Zentauren. Poppy müsste sich auch mal melden. Oder hat sie schon? Im Schatten der Mine, im Schatten der Ferne, die da schön übergreifen, geht die Stelle, flüchtige Begegnung, der Mann hinter dem Monden, Hauch von Liebe. Nein, hat sie noch nicht. Okay, aber ich bin schon Glockenturm. Ja, hier wollte ich nicht hin. Also zurück durch die miefen Tepat. Was habe ich denn hier gesehen? Penetrante Passage. Dieser Gang ist eigentlich relativ unscheinbar. Allerdings hinterließ der falsche Umgang mit einer Ernte von Mimbus Mimbletonia im 16. Jahrhundert und der damit einhergehende Tsunami von Stinksaft einen ranzigen Geruch, der selbst der stärkste Putzzauber nicht zu bewältigen vermag. Ja, das sieht man. Zurück zu euch. Du willst mich beißen, oder? Ja. Jetzt nicht mehr? Bitte wie? Okay. Ich war der festen Überzeugung, dass hier... Egal, vergesst das. Oh, sieh mal einen an. Gemälde von Ilius. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Ilius, der bekanntermaßen sein ganzes Dorf vor einer Armee von Dementoren und dem schwarzen Magier Rexidian gerettet hat, indem er einen Mauspatronus beschwor. Wie süß. Stufe 2, hier kommen wir rein. Ja, hat schon viel Gutes. Und wir sind drin. Perfektestens. Was haben wir denn hier? Ein Trüchen. Das ich jetzt nicht mitgenommen habe. Danke. Ein Brief. Achtung! Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass verschiedene Mitglieder des Kollegiums eine soziale Zusammenkunft planen. Ich habe keine prinzipiellen Einwände dagegen und überlasse es jenen, die sich so sehr nach Geselligkeit sehnen, sicherzustellen, dass derartige Aktivitäten nicht in die Schulzeit fallen und nichts dabei geschieht, das meine Konzentration stören könnte. Ich erwarte, am Tag der Veranstaltung beschäftigt zu sein, werde jedoch die Einladung bei Erhalt wohlwollend prüfen. Mir ist bewusst, dass meine Abwesenheit das Ereignis negativ beeinträchtigen würde. Okay. Eine halbe Stunde sollte genügen. Bitte beachten Sie, dass Musik jeder Art untersagt ist. Phineas Negellus Black, Schulleiter. PS.
Ich bitte, von der Verköstigung mit Süßspeisen abzusehen, da diese herumstreunende Ratten und Kniesel anlocken könnte. Ich bitte weiterhin darum, die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung auf 4 zu begrenzen. Er ist ja eine Spaßkanone vor dem Herrn. Rebellio. Ist das... Nein, Schrank des Irrwichts. In diesem alten Schrank soll einst ein mächtiger Irrwicht befunden haben, den selbst 5 Professoren gemeinsam kaum abwehren konnten, da er in seiner Form zwischen Werwolf, Tornado, einem Teller Haggis, einem ungarischen Hornschwanz und jemandes Schwiegermutter hin und her wechselte. Wie kann man sich vor Haggis fürchten? Ich liebe Haggis. Katringo. Nein, schade. Rebellio. Bobaton-Hüte? Es sieht so aus. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Demigeist! Einer von vieren. Du gehörst mir, Demigeist. Erfüllt. Yes! Sehr schön. Her mit dir. Das heißt, wenn wir unser Inventar ansehen, dann sollten wir jetzt 10 haben. Genau, 3 fehlen noch. Auge juckt, sorry. Kratz, 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 kratz. Weiter geht's. Bei Hit macht mit. Gut. Rebellio. Wir also entdeckt. Ansonsten... Nee. Diesen hier. Aber da drin waren wir ja schon, oder? Das war... Ja, ja. Herodiana. Da fehlt uns aber noch eine Kiste, oder? Egal. Uns fehlt auch noch immer ein... Das ist nur ganz normal, die Treppe hier herunter.